Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich riesig, dass ihr mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhört. Die heutige Podcast-Folge wird von der Koro-Drogerie unterstützt. Die Koro-Drogerie ist ein Online-Versandhandel, in dem es haltbare Lebensmittel in Großpackungen gibt. Ihr findet dort eine große Auswahl an Dingen wie Trockenfrüchten, Nüssen, diversen Nussmusen, Samen, Getreide, Hülsenfrüchten und vieles mehr. Ich bestelle dort zum Beispiel auch sehr gerne Nussmus. Diejenigen, die mir auf Instagram zum Beispiel folgen, die wissen, dass ich bei meinem Porridge am Morgen sehr gerne Haselnussmus gebe oder Mandelmus oder Cashewmus. Einfach unglaublich lecker und noch dazu gesund. Das findet ihr dort auch. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich TastyKatie, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link zu Koro findet ihr in den Shownotes. Und in der heutigen Podcast-Folge hört ihr ein Podcast-Interview mit Dr. Annette Jasper. Annette ist ganzheitlich praktizierende Zahnärztin. Finde ich wirklich ganz, ganz toll, weil sie den Menschen unglaublich ganzheitlich anguckt. Das werdet ihr in dem Gespräch auch heraushören. Sie beschäftigt sich auch ganz viel mit dem Thema Ayurveda, studiert selber auch Ayurveda-Medizin und hat eine Praxis in München und ist selber unter anderem durch eine Krebserkrankung zu dem Thema Ayurveda und auch diesem ganzheitlichen Ansatz gekommen. Und wir haben darüber gesprochen, wie sie selber dazu gekommen ist, sich so intensiv mit dem Thema Ayurveda zu beschäftigen. Wir haben darüber gesprochen, was die Darmgesundheit mit der Zahngesundheit zu tun hat. Wir haben auch darüber geredet, wie man aus der ayurvedischen Perspektive die Zahngesundheit und die gesamte Mundflora auch unterstützen kann, was man auch wirklich jeden Tag machen kann, wie eine optimale Pflegeroutine für gesunde Zähne eben auch aussieht. Ich habe sie auch so ein paar extra Fragen noch gefragt, was sie von den aggressiven Mundspüllösungen, die es so gibt, hält oder ob Fluorid auch unbedingt in der Zahnpasta sein muss, welche Rolle die Zunge auch spielt. Das ist wirklich eine sehr, sehr informative Podcast-Folge geworden, schon fast so ein bisschen wie so eine Masterclass, weil man da ganz viel lernt. Ja, und ich wünsche euch da jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffe sehr, dass ihr davon viel mitnehmen könnt. Ja, herzlich willkommen, liebe Annette, bei mir im Podcast. Ich freue mich riesig, dich heute hier als Gast bei mir zu haben und dass wir ein bisschen gemeinsam über das Thema Zahngesundheit sprechen können. Könntest du dich zu Beginn einmal selber vorstellen? Das mache ich sehr gerne. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Katharina. Also, mein Name ist Dr. Annette Jasper. Ich bin ganzheitliche Zahnärztin. Ich sage auch ganz gerne ganzheitlich holistische Zahnärztin und bin Ayurveda-Medizinerin. Und in meiner Praxis in München City niedergelassen. Und dann bin ich noch Mutter von zwei Kindern und eine glückliche Ehefrau. Schön. Und ich sag mal, es ist ja so ein bisschen, es ist schon eher selten, dass man jemanden trifft, der sagt, ich bin Zahnärztin, aber ich beschäftige mich auch mit dem Thema Ayurveda und generell auch viel mit dem Thema ganzheitliche Gesundheit. Wie bist du denn dazu gekommen? Also ich will mal so sagen, es ist zu mir Stück für Stück gekommen und hat mich aufgeweckt, dieses Thema. Also grundsätzlich hat es mich schon immer interessiert, was so in den Köpfen der Menschen passiert und warum der eine solche Zahnschmerzen hat, der andere andere. Und ich habe zwei Hauptthemen in der ganzheitlichen Zahnmedizin. Und zwar einmal ist es die Therapie von CMD. Das sind so Funktionsstörungen, die sich im Kausystem manifestieren. Also wenn jemand presst und knirscht mit den Zähnen, kann es sein, dass er dann Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, aber auch Tinnitus bekommt, aber auch Verdauungsprobleme. Ja? Oder wenn der Biss nicht stimmt, dann spricht man auch von so einer Funktionsstörung. Das ist so ein großer Bereich. Und dann habe ich mir natürlich schon immer die Frage gestellt, ja, warum macht denn der eine oder andere das? Was für ein Problem steckt dahinter? Letztlich eben aus der Intention heraus, helfen zu wollen. Also meine Intention ist immer, meine Patienten zufriedenzustellen und zu helfen. Und wenn ich nur ein Loch im Zahn behandle oder wenn ich nur eine Beißschiene, Knirschschiene einsetze, dann hilft es in der Regel wenig. Also wenn jemand kommt und der presst und knirscht, dann kann ich die Ursache mit dieser Beißschiene nicht beheben.
Ja, klar, wenn eine Krone zu hoch oder zu niedrig ist, kann ich eine entsprechend passende machen und kann das Problem beheben. Aber die Probleme sind ja doch meistens verschachtelt und eben differenziert. Also dieses Thema hat mich schon immer so interessiert. Ja, wie kann ich denn am besten helfen? Wie kreiere ich zufriedene Patienten? Und und lebe dann damit auch besser. Ja, denn ich habe früher eben auch sehr, sehr viele Probleme mit nach Hause genommen von meinen Patienten. Und ich denke, ja, ich bin davon überzeugt, dass das alle Ärzte mehr oder weniger tun. Also es gibt natürlich, wie in jedem Bereich, Kollegen, die machen dann die Praxistür zu und dann ist gut. Aber ganz, ganz viele denken dann einfach nochmal drüber nach, oh, wie könnte ich denn dem oder jenem Patienten noch besser helfen? Und eben aus dieser Intention heraus habe ich mich dann natürlich weiterentwickelt, habe nach weiteren Lösungen gesucht. Und da kam als erstes die Akupunktur, also die traditionelle chinesische Medizin, mit ins Boot, weil so, das ist sehr naheliegend und Akupunktur betreiben doch jetzt nicht alle, aber doch mehr Zahnärzte. Also es gibt viele Seminare für Zahnärzte mit Akupunktur. Und die hat mich schon ein Stückchen weitergebracht. Aber dann ist etwas geschehen, und zwar bin ich selbst sehr krank geworden und hatte ein Darmproblem. Und dieses Darmproblem hieß tatsächlich Darmkrebs und es war ziemlich weit fortgeschritten. Und dies hat mich dann dazu veranlasst, einfach grundsätzlich nochmal so über mein Leben nachzudenken. Das ist so eine Chance, so eine Aufgabe. Du bist dann in der Krise und dann hast du wirklich die Chance, nochmal drüber nachzudenken, okay, was mache ich wie anders? Und ich dachte wirklich eine Zeit lang, und mein ganzes Umfeld sagte mir das, du musst einfach diese Praxis jetzt loslassen, weil ich bin da ein totaler Workaholic schon immer gewesen. Und natürlich habe ich die Praxis aufgefressen. Aber während meiner Krankheit habe ich festgestellt, dass die Praxis mich nicht nur auffrisst, sondern dass die mir auch Energie gibt. Und so war es mir ganz wichtig gewesen, während der Erkrankung, also ich bin immer in die Praxis gegangen, außer ich war gerade irgendwie ans Krankenhausbett gefesselt. Ich bin also immer wieder hin und habe mir so ein Stück Energie geholt. Ja, weil in dem Augenblick, ich denke, das kennt jeder, in dem Augenblick, in dem du einem anderen Menschen hilfst, bekommst du ja die Energie doppelt und dreifach zurück. Mhm. Und dann habe ich also gemerkt, nein, die Praxis loslassen, nein, das will ich nicht. Ich habe mich also nochmal ganz bewusst dafür entschieden. Aber ich habe mich entschieden, noch intensiver in dieses Ganzheitliche hineinzugehen und habe dann gemerkt, okay, da sind noch so viele Bereiche und ganz besonders eben die Mundschleimhaut und die Ernährung, die so auf unsere Psyche wirkt. Also die Ernährung, die wirkt auf die Psyche und so kann ich dann den Patienten helfen, die eben so verspannt sind und verpresst sind. Und natürlich, so wie die Ernährung und das Darmgeschehen, ich glaube, da kommen wir bestimmt noch drauf, das Darmgeschehen mit dem Immunsystem eben auf die Schleimhaut wirken, kann ich eben all denen helfen, die chronische Zahnfleischprobleme haben, Parodontose. Und ja, was liegt da näher als die Ayurveda-Medizin, als Ayurveda zu studieren? Und ich habe mich dann entschlossen, also nicht nur so ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen, sondern wirklich Ayurveda zu studieren und bin dann an die Deutsche Ayurvedische Akademie, an die Rosenberg-Akademie nach Bierstein gegangen und habe parallel dazu schon mich im Krankenhaus auch schon viel mit so Zahnpflegeprodukten beschäftigt, weil ich war ja krank. Ich habe ja Chemotherapie bekommen, Bestrahlungen und ich denke, jeder, der da schon so ein bisschen Berührung mit hatte, entweder selbst oder Freunde, Verwandte oder was man so gehört hat, also in dem Augenblick sind ja die Schleimhäute sehr, sehr angegriffen, weil die chemischen Gifte, die Chemotherapie, die zerstören ja die Zellteilung und die Schleimhäute teilen sich besonders schnell. Was bedeutet, dass
das Zahnfleisch auch schnell regeneriert, ja, viel schneller als die Haut. Aber es wird auch schneller angegriffen. Und ich habe dann gemerkt, oh, ich kann das alles gar nicht vertragen. Ich kann das alles gar nicht vertragen, was da so auf dem Markt ist, von Zahnpasta bis Mundspülung. Und habe mich dann auch erinnert, dass mich schon häufig Patienten angesprochen haben und gesagt haben, Sie, Frau Jasper, und haben Sie da nicht was Natürliches und ich will nicht diese Spülung und ich will was anderes und haben Sie nicht eine Zahnpasta ohne Fluorid und was halten Sie davon und überhaupt, ich mache jetzt Ölziehen und ich habe immer nur gedacht, oh nein, lasst mich bloß im Fried damit, so als Schulzahnarzt und das wird, also jeder bitte, der diese Folge jetzt hört, wenn ihr zu eurem Zahnarzt geht und das ist ein Schulzahnarzt, das sind ja die meisten, ja, die denken sich immer, oh nein, schon wieder so eine Tante. Was soll ich denn bloß erzählen? Genau, weil das hast du als Zahnarzt nicht gelernt. Du hast es einfach nicht gelernt. Du hast einfach gelernt, Zähne putzen, Zahnseide hier und da und Fluorid muss da rein. Und Hauptsache ordentlich putzen. So mehr oder weniger so zur Zahnpflege. Aber alles andere drumherum, das gibt es einfach in unserem Studium nicht. Also ja, der Zahnarzt ist ja auch ein Handwerker mit Medizinkenntnissen. Ja, aber er ist also von der ganzheitlichen Medizin ganz, ganz, ganz weit entfernt. Lange Antwort auf deine Frage, aber so bin ich dazu gekommen, einfach noch mehr Ganzheitlichkeit und vor allem den Ayurveda mit reinzunehmen. Ja, wow, vielen, vielen Dank. Was für eine spannende und auch wunderschöne Geschichte. Du hast ja gerade schon mal so ein bisschen gesagt, dass die Darmgesundheit auf jeden Fall auch etwas mit der Mundflora bzw. der Zahngesundheit zu tun hat. Hast du ja auch an deinem eigenen Körper eben auch unter anderem auch gespürt. Wie kann man sich das vorstellen? Man könnte jetzt meinen, ja gut, was haben denn bitte schon meine Zähne, die ja wo ganz woanders sind als mein Verdauungstrakt? Was hat das damit zu tun? Da gibt es mehrere Berührungspunkte und ich sage jetzt mal, der eine, ich fang mal so ganz, ganz, ganz logisch an, also die Nahrung, die du in den Mund reingibst, die zerkleinerst du im Mund, also dazu sind ja die Zähne da, ne? Du sollst die zerbeißen. Jeder, der nicht mehr so viele Zähne hat, der eine Zahnlücke hat, der merkt, oh, ich kann nicht so gut beißen, ich schlucke vielleicht größere Stücke und bekomme vielleicht Verdauungsprobleme, gibt es sehr häufig. Das heißt also, die Nahrung wird eingespeichelt, bedeutet also richtig vom Speichel umflossen. Und das ist wichtig, weil im Speichel sind schon sehr viele Enzyme, die die Verdauung anregen bzw. schon in Gang setzen, sind schon enthalten. Übrigens hat der Speichel bzw. die Qualität des Speichels ist natürlich auch abhängig von unserer Ernährung, weil der Speichel wird ja in unseren Speicheldrüsen, also bei uns im Körper produziert. Das ist ja keine Substanz, die wir so zu uns nehmen, sondern die wird ja bei uns produziert. Und der Speichel, wenn er die Zähne umfließt, mineralisiert er die Zähne. Er enthält viele Substanzen, die das Zahnfleisch regenerieren, ja, die das Zahnfleisch heilen lassen, heilende Substanzen, auch so opioide Substanzen, also schmerzlindernde. Wenn du dich irgendwie am Finger geschnitten hast, dann speichelst du den quasi ein, also du leckst drüber und merkst schon, ah ja, tut nicht mehr so weh, weil da einfach tatsächlich eben so schmerzlindernde Substanzen enthalten sind. Und je besser du dich ernährst, desto besser ist die Qualität deines Speichels. Ja, weil er kann nicht regenerierende Substanzen enthalten oder nicht in dem Ausmaß, um das Zahnfleisch zu pflegen, zu regenerieren, wenn du mal gar keine Vitamine zu dir nimmst. Also Vitamin C ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig, braucht das Bindegewebe und aber eben auch viele, viele Mineralien. Also das ist schon mal Punkt 1. So hat schon mal der Mundraum mit der Verdauung zu tun. Also die Verdauung fängt im Mund an. Dann ist es so, dass ja so 80% unserer Immunzellen ja im Darm gebildet werden, wenn die Darmschleimhaut gut funktioniert. Ja, bedeutet, wenn wir da ein Problem haben, die Darmzotten verklebt sind durch ungünstige Ernährung. Ich will nicht sagen
Falsche, aber zu viel vom Falschen. Also ich glaube, da bist du ja der Hauptansprechpartner als Ernährungsberaterin. Ja, aber zu viel vom Falschen verklebt einfach unsere Darmzotten und dann kann einfach das Immunsystem nicht so aktiviert werden. Und wenn das nicht gut funktioniert, dann funktioniert letztlich alles, was mit Regeneration und Abwehr zu tun hat, in unserem Körper eben nicht so gut. Mhm. Ja. Ja, spannend. Es macht ja auch irgendwie auch Sinn, dass es eigentlich, weil ich meine, wenn man was isst, es fängt im Mund an und geht halt über den Mund in die Speiseröhre, in den Magen, in den Dünndarm, Dickdarm. Das heißt, natürlich ist das irgendwo alles miteinander verbunden. Mhm. Im zweiten Gedanken, im ersten Moment meint man vielleicht, nee, das hat nichts miteinander zu tun. Aber wenn man sich ein bisschen mehr darüber Gedanken macht, muss man auch nicht Medizin für studiert haben, macht das eigentlich Sinn, dass das alles miteinander in Verbindung steht. Genau, genau. Auch dass letztlich, also es gibt ja viele, wir hatten das gesagt, war das der Paracelsus, der gesagt hat, alles Übel beginnt im Darm, ja. Ja, oder auch im Ayurveda. Im Ayurveda ist ja der Fokus auf die Verdauung, auf den Darm. Ja, ja. Und ich muss auch sagen, das hat mich am Anfang so ein bisschen genervt, ne, weil ich mir gedacht habe, naja, am Ende landet doch alles wieder im Darm. Ja? Ja. Also es geht um die Darmsanierung, Darmreinigung, die richtige Ernährung. Aber irgendwann habe ich es dann auch richtig verstanden. Und richtig ernähren und gesund ernähren heißt nicht jeden Tag Salat essen. Mhm. Und das war nämlich das, was ich früher getan habe. Während meiner Studienzeit, ja, ich habe also gedacht, okay, mein Müsli und Salat passt schon, dann ein Joghurt zwischendurch, ein Apfel, ich ernähre mich gesund. Und erst Jahrzehnte später habe ich dann verstanden, ja, da waren gesunde Aspekte dabei, definitiv, aber zu der Ernährung gehört einfach, oder zu der guten, gesunden, zuträglichen Ernährung gehört so viel mehr dazu. Ne? Da gehört auch das ganze Umfeld, weil das ist auch so schön, dass eben im Ayurveda, und ich finde, dass es nur im Ayurveda so ganzheitlich wird gesehen, ja. Dass da wirklich alles, was du an Gedanken zu dir nimmst, an alles, was in deiner Umgebung geschieht, das ist ja auch Ernährung, das nimmst du ja auch auf, das musst du auch verdauen, das musst du verarbeiten. Und darüber wird so häufig nicht gesprochen oder es wird einfach irgendwie so gesondert darüber gesprochen. Es gehört ja einfach alles zusammen. Ja, absolut. Also das habe ich auch, die Erfahrung habe ich auch selber gemacht. Also bei mir auch auf meiner, ich sag mal, meiner Reise. Ich habe mich am Anfang nur damit beschäftigt, was ich esse. Also es ging eigentlich nur darum. Und auch unter anderem durch Ayurveda und auch Yoga habe ich mir dann irgendwann Gedanken darüber gemacht, wann esse ich das, wie esse ich das, in welchem Umfeld und wie geht es mir eigentlich sonst so, wie viel Stress habe ich, wie schlafe ich. Und da habe ich dieselbe Erfahrung gemacht. Ich kam nie wieder auf etwas, was den Menschen so ganzheitlich betrachtet wie Ayurveda. Mhm. Also wo man einfach weiß, alles ist eigentlich Energie und so sind auch meine Gedanken. Und das, was ich eben denke, hat eine große Auswirkung auch auf die Dinge, wie ich Dinge dann auch verdauen kann. Ja. Hm. Wobei, Katharina, also Ayurveda ist, mir geht gerade so durch den Kopf, Ayurveda ist ja jetzt, das ist jetzt nicht irgendwie sowas, oioioi, muss man jetzt studiert haben, um das irgendwie zu verstehen oder so. Ayurveda ist eigentlich der gesunde Menschenverstand. Das ist ja. So, das sind wir eigentlich in unserer Tiefe. Also ich denke, jeder von uns hat schon mal von der Mutter, von der Oma oder von dem Opa, von irgendeinem lieben Menschen gehört, Kind, setz dich hin, wenn du isst. Ja? Mhm. Kind, einmal am Tag eine warme Mahlzeit. Natürlich habe ich das auch gesagt bekommen. Aber ich habe es natürlich wie jedes Kind, ich habe es natürlich besser gewusst als meine Mutter. Ich habe gesagt, nein, nein, ich habe jetzt hier so einen Salat und dann kommen da noch die Kräuter drauf und dann kommen noch irgendwelche Kerne drauf und so, und das passt alles und das ist nee. Aber letztlich ist es genau das und dieses mal zur Ruhe kommen, wirklich in sich hineinhorchen, was brauche ich, ja, mhm. Und was tut mir gut und darauf zu vertrauen, dass das, was ich spüre, schon richtig ist, das ist so vielen von uns abhanden gekommen und das wiederzufinden, genau das ist für mich
holistisch und ganzheitlich. Ja, also es ist nicht die Akupunkturnadel oder ein bestimmtes Mittel oder eine bestimmte Speise, sondern einfach das alles mal zu sehen und zuzulassen. Ja. Und was kann man denn aus der ayurvedischen Perspektive oder aus der Ayurveda-Lehre denn für eine gute Zahngesundheit tun? Ich weiß, da kann man jetzt wahrscheinlich sehr viele Stunden drüber reden, aber vielleicht gibt es so ein paar Sachen, wo du sagst, also das kann ich auf jeden Fall auch den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben, was man direkt in den Alltag integrieren kann. Ja. Also es gibt wirklich, weiß ich nicht, so 2, 3, 4 Tools, die sind wirklich sofort umgesetzt und kosten quasi so gut wie kein Geld. Und das ist nämlich auch noch ganz wichtig. Gesundheit muss nicht Geld kosten. Es muss nicht so sein. Also es gibt viele Dinge, die kosten halt einfach nichts. Ja? Leider werden sie dann auch nicht gemacht, weil sie nichts kosten. Also ich sage mal so, ich fange an. Ich habe hier so ein Glas Wasser. Ja? Mhm. Also ja, tatsächlich Zahngesundheit, Körpergesundheit, weil das stärkt unser Immunsystem. Es hilft unserem Körper zu entschlacken, einfach morgens nach dem Aufstehen 2, 3 Gläser heißes Wasser zu trinken. Wem das zu langweilig ist, kann man ein bisschen Ingwer reinmachen. Wem das morgens zu stressig ist, einfach abends in der Thermoskanne vorbereiten, weil dann ist es wirklich sofort erledigt. Also ich kann mir einen Tag ohne mein heißes Wasser überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Aber ja, die erste Woche war es bestimmt komisch. Mhm. Und meine ganze Familie, meine Kinder haben auch gedacht, ach du meine Güte, was macht die Mama da wieder? Aber mittlerweile trinken wir alle heißes Wasser, einfach auch so zwischendurch. Also das ist Tipp Nummer 1, tatsächlich für die Zahngesundheit, weil es einfach unser Immunsystem stärkt. Tipp Nummer 2 ist tatsächlich eine Zungenreinigung und das Ölziehen. Also es ist so, auch über die Zunge scheiden wir ganz viele Giftstoffe aus, So. Und während der Nacht entgiften wir. Also unser Körper arbeitet ja sehr viel während der Nacht und regeneriert und entgiftet. Das heißt, wenn du morgens aufstehst, ist es sehr, sehr wertvoll, wenn du die Zunge mit einem Zungenschaber, das ist so ein ayurvedischer Zungenschaber, der ist aus Metall, aus Kupfer, aus Silber oder aus Edelstahl, schabst du die Zunge von hinten nach vorne einfach 2, 3 Mal ab, aber sanft bitte. Und wenn du keinen hast, nimmst du einen Löffel, einen Teelöffel oder einen Suppenlöffel und schabst die Zunge ab. Noch besser ist, wenn du ein Mittel verwendest, welches die Bakterien auf der Zunge bindet. Das kann ein sehr gutes Öl sein. Also bitte immer mit einem Bioöl Ölziehen machen. Zum Beispiel also ganz klassisch ayurvedisch das Sesamöl. Kann aber auch ein Olivenöl sein. In unseren Breitengraden wird auch ganz gerne das Kokosnussöl genommen. Ja, also klassisch ayurvedisch nimmt man das nicht so, aber kannst du auch nehmen. Also eigentlich das, was du am liebsten magst, aber achte darauf, dass es eben gute Qualität hat. Bedeutet, 10 Minuten das Öl im Mund hin und her bewegen, das zwischen den Zähnen so durchziehen, deswegen sagt man Öl ziehen dazu und dann in ein Tuch ausspucken, dann die Zunge schaben. Alternativ dazu gäbe es die Möglichkeit für diejenigen, die nicht so viel Öl im Mund haben möchten, die sagen, oh, da wirkt es mich, da habe ich nämlich ganz viele Patienten, bei denen das so ist, oder die sagen, ach du meine Güte, das ist mir zu komisch, zu esoterisch, was auch immer, dann kannst du zum Beispiel das Zungengel, welches ich extra dafür entwickelt habe, nehmen, von Muscanadent, du gibst es auf die Zunge drauf, du verteilst es so ein bisschen mit deiner Zahnbürste und dann schabst du, also da hast du wirklich sofort ein frisches Gefühl. Und das Zungengel hat ja auch gar keinen Geschmack. Weil beide Substanzen, sowohl das Öl, das Bioöl, als auch eben das Zungengel, binden die Bakterien auf der Zunge. Und dann zusätzlich dazu, dass du die Bakterien entfernst, aktivierst du auch noch die Ausscheidungsorgane wie die Niere und die Leber. Bedeutet, du aktivierst auch nochmal die Entgiftung im Körper. Und das alles mit dieser einen Handlung, ja, also mit dem Zungenschaben. Mhm. Das Öl hilft nochmal deine Schleimhaut beim Regenerieren. Ja.
Das Gel macht es ja nicht, weil mit dem Gel spülst du ja den Mund nicht aus, aber das bekommt eine sehr gute Zungenreinigung hin. Dann hast du schon mal die zwei Tools. Klar, Öl und Gel musst du kaufen, aber das sind keine großen Investitionen. Und wenn du das wirklich regelmäßig machst, dann merkst du mit einer Zeit in 2, 3, 4, 5 Wochen, wie du A, keinen Mundgeruch mehr hast und B, wie du wirklich widerstandsfähiger bist. Ja? Also es braucht natürlich ein bisschen und ist individuell und davon abhängig, was sonst noch in deinem Leben los ist und wie dein Körper gerade, was er zu tun hat. Aber es hilft auf jeden Fall. Und dann eine Sache, die ich unbedingt teilen möchte, ist, verwende unbedingt Zwischenraumbürstchen. Mhm. Das hat jetzt mit dem Ayurveda nicht so viel zu tun, aber grundsätzlich als Tipp für die Zahnpflege. Weil ich weiß schon, es gibt viele Menschen mittlerweile, Gott sei Dank, die Zahnseide verwenden. Und das ist auch gut. Also leider die meisten immer noch nicht. Die bleiben bei der Zahnbürste. Aber die Zahnseide ist schon ganz gut. Aber die Zahnseide reicht nicht aus. Weil die Zähne, die haben so ein Dreieck sozusagen unten, also wo das Zahnfleisch ist, ja. Und in diesem Dreieck kannst du mit diesem Bindfaden Zahnseide nicht so gut putzen. Du brauchst einfach wirklich ein Bürstchen. Und es gibt Bürstchen in verschiedenen Größen. Such immer das aus, was schwierig reingeht, aber reingeht in den Bereich. Da kann es sein, zu 99%, dass du zwei verschiedene Größen brauchst. Für die Schneidezähne ein anderes und für die Backenzähne ein anderes. Ja, das ist es so. Mhm. Und das mit dem Bürsten der Zahnzwischenräume, das macht man dann auch täglich? Ja, unbedingt. Ja. Genauso wie du täglich deine Zähne putzen solltest, nimmst du auch täglich diese Zwischenraumbürstchen. Also ich denke, die meisten werden sich zweimal am Tag die Zähne putzen, was auch in Ordnung ist. Also reicht vollkommen aus. Es würde sogar einmal am Tag reichen, also einmal innerhalb von 24 Stunden, aber dafür wirklich ganz gründlich, ganz gründlich. Und das Problem bei den meisten ist, auch bei denjenigen, die sich 3 oder 5 Mal am Tag die Zähne putzen, dass die es nicht gründlich machen. Ja, die putzen immer die gleichen Bereiche, aber immer die gleichen anderen lassen sie aus. Das bedeutet, da gibt es immer Bereiche, die niemals geputzt werden. Das ist so, wie wenn du dein Gesicht wäschst, aber hinter den Ohren wird nie sauber. Dann sammelt sich da natürlich mit der Zeit auch etwas an. Und so ist es mit den Zahnzwischenräumen auch. Und dann blutet das und dann haben viele Angst, da dann reinzugehen. Übrigens, wenn du einen Bereich hast am Zahnfleisch, wo es ein bisschen blutet, dann ist es auf jeden Fall ein Zeichen davon, oh, da ist eine Entzündung, da sind irgendwie Bakterien eingedrungen ins Zahnfleisch und die machen jetzt diese Entzündung, weil es blutet, weil dort sind Bakterien eingedrungen, der Körper versucht, sich zu helfen, schickt einfach noch mehr Zellen hinein und das heißt, dieser Bereich wird besser durchblutet und wenn du da berührst oder so mit Zahnseide oder Zwischenraumbürstchen, dann blutet es. Bedeutet für dich quasi als Signal des Körpers, dort bitte Aufmerksamkeit hinlenken, dort bitte besser putzen. Wenn du ein Zwischenraumbürstchen hast, kannst du auf dieses Zwischenraumbürstchen, wenn du zum Beispiel dieses Gel von Muscadent hast, das Gel drauf machen, mit dem Gel dort an die Stelle dran gehen. Oder aber du könntest dir eine Kurkuma-Paste machen. Ja, als ayurvedischen Tipp kann ich das mitgeben. Das wäre auch super einfach und super günstig. Und zwar, es kennt vielleicht der eine oder andere, das wäre die indische Butter. Die wäre, wenn man es jetzt nicht selber macht, wäre in Gläsern im Naturkostladen zu kaufen. Und dann nimmst du so einen Teelöffel Ghee, einen Teelöffel Kurkuma-Pulver, bitte immer, immer auf gute Qualität bei all diesen Dingen achten. Und dann vermengst du das, dann ist es so eine gelbe Paste. Und die könntest du natürlich auf dieses Zwischenraumbürstchen drauf machen, da an die Stelle dran. Und das 2, 3 Mal. Und dann müsste das alles ausheilen. Wenn nicht, wenn nach 4 Tagen es immer noch blutet, obwohl du dich da wirklich gut
bemüht hast, dann bitte zum Zahnarzt gehen, weil dann ist noch irgendwas anderes da. Vielleicht ist eine Karies da oder eine Füllung, die undicht ist, wo vielleicht was abgebrochen ist. Irgendein anderer Grund, warum die Bakterien dort nicht weggehen. Und du hast ja vorhin einmal gesagt, dass wenn man praktisch die Zunge reinigt, noch das mit dem Ölziehen machen, dass man auch die Entgiftungsorgane im Körper oder auch Niere und sowas auch aktiviert. Ist das dann so? Wie, weil es gibt ja zum Beispiel, das ist mir gerade durch den Kopf gekommen, es gibt ja zum Beispiel diese Fußreflexzonentherapie, wo man sagt, die Füße spiegeln ganz, ganz viele Bereiche vom Körper und Organe eben wieder. Ist das auf der Zunge dann auch so? Ja, ja. Ah, ist das auch so. Gar nicht. Genau. Spannend. Genau. Auf der Zunge und im Ohr, also die Ohrmuschel. Ja. Ja, das beim Ohr weiß ich, weil da hatte ich mal Akupunktur. Also ich hatte mal so starke Hüftschmerzen vor ein paar Jahren. Da habe ich bezüglich Schmerztherapie es am Ohr bekommen. Ich dachte, warum denn am Ohr? Ich habe Hüftschmerzen. Und irgendwann hat mir das dann da mal richtig erklärt. Aber Zunge wusste ich gar nicht. Ja. Genau, und an der Zunge auch. Und das spannend. Ist nämlich wirklich, wirklich schön, weil man, weil wir dann einfach durch diese Energiebahnen so viel im Körper erreichen können. Ja, und das, es gibt so viele, ich sage jetzt mal Landkarten dazu in unserem Körper, so wie du gesagt hast, die Füße, aber halt eben auch die Ohrmuschel oder eben auch die Zunge. Und wir können verschiedene Organe eben durch verschiedene Akupunktur oder Akupressurpunkte am Körper erreichen. Und das macht es wirklich sehr, sehr spannend. Ich akupunktiere zum Beispiel auch an der Ohrmuschel. Ja, also wenn ich in der Praxis akupunktiere, das sind dann, ist dann meistens Akupunktur gegen so Nackenverspannungen, Kopfschmerzen und Kieferschmerzen. Und da akupunktiere ich auf jeden Fall, also da setze ich Dauernadeln in die Ohrmuschel, also so ins Ohrläppchen ist es dann noch genauer gesagt, und die bleiben ein paar Tage. Oh Mann, ich finde das richtig toll, was du machst. So ein richtig, also hier in der Nähe kenne ich das, ich komme aus Frankfurt auch überhaupt nicht, einen Zahnarzt, der so ganzheitlich arbeitet. Also wer in der Nähe von München ist, ich weiß nicht, ob du noch mehr Patienten brauchst, aber auf alle Fälle, also wirklich toll, schön. Dann habe ich noch eine Frage, und zwar zu den Mundspülölen. Ich hatte es am Anfang ja schon mal kurz gesagt, dass ich das auch unbedingt fragen möchte. Es gibt ja ganz viele sehr billige Mundspülöle, die sehr, ich würde mal sagen, sehr aggressiv sind. Also ich habe früher, bevor ich mit dem Ayurveda auch angefangen habe, habe ich die auch genutzt. Und ich würde mal sagen, mir haben sie nicht so viel geholfen. Bist du da ein Fan von oder eher weniger? Also du meinst Mundspüllösungen, ne? Oder ja, meinst du genau. Wirklich Öle? Lösungen, genau. Auf jeden Fall. Mhm. Ich habe Öle gesagt, aber ich meine auf jeden Fall diese typischen Mundwasser heißen die ja, glaube ich, auch oft, die man so kaufen kann. Mundspülung, Mundwasser, genau. Also ich sag mal so, es gibt ja diese ganz großen Flaschen. Ich mag jetzt auch keinen Namen nennen, aber es gibt ja ganz große Flaschen für, weiß ich nicht, 1,20 Euro oder noch günstiger, weiß ich nicht. Überleg dir, ich meine, ich habe ja jetzt noch ganz ein anderes Hintergrundwissen durch Muscana Dent, weil ich da dann mich mit beschäftigt habe, Mensch, was kostet überhaupt so die Herstellung von einer Zahnpasta oder von irgendwelchen Produkten und was kostet die Verpackung, Also sagen wir mal, 1,20 Euro kostet diese Flasche. Und wenn es 2 Euro kostet, ist egal. Auf jeden Fall 90% davon geht auf die Verpackung drauf. So, das heißt, was ist das wert, was da drin ist? Und es ist natürlich reine Chemie. Aber das Wichtigste in unserem Mund ist ja unsere Mundflora. Es ist ein gutes Gleichgewicht, ein gesundes Gleichgewicht zwischen den guten und den schlechten Bakterien. Und wir haben vorhin schon mal über den Darm gesprochen, über das Mikrobiom quasi. Und wir bestehen ja zu 90% aus Bakterien, und die meisten von denen leben in unserem Darm und eben dann in unseren Schleimhäuten, also unsere Mundhöhle, und dann auf der Haut. Und wenn wir diese Bakterien, auf die wir angewiesen sind, die dafür sorgen, dass unsere Verdauung richtig beginnt, dass die Regeneration der Mundschleimhaut funktioniert, und die Mundschleimhaut nimmt alles, was in den Mund reinkommt, sofort auf, also
ob das jetzt etwas ist, was wir essen, etwas Leckeres, ob das jetzt eine Aspirintablette ist, ja, ob das jetzt irgendwie was ist gegen, wie heißen die, ich glaube Imodium Akut, ne? Diese Tabletten, wenn man gerade Durchfall hat, oder ob das so ein Cortisonspray ist. Das funktioniert und wirkt alles deswegen so schnell, weil wir es eben über die Mundschleimhaut aufnehmen, weil die so gut durchblutet ist. Bedeutet aber auch, wenn du da etwas in den Mund reingibst, was eben nicht so gesund ist, wie eben so eine Spüllösung, die so aggressiv ist, die alle Bakterien abtötet, die den Mund desinfiziert, ja, dann nimmst du die Mundschleimhaut genauso auf. Und genauso ist es auch mit dem Fluorid übrigens, worauf du bestimmt noch zu sprechen kommst. Ja. Ja, genauso ist es damit halt auch. Da gibt es doch, die Mundschleimhaut macht doch nicht den Unterschied und sagt, ah ja, okay, das gehört jetzt auf die Zähne, das will ich mal gar nicht aufnehmen, sondern alles, was du reinstopfst in den Mund, wird von deiner Mundschleimhaut innerhalb von Sekunden, Bruchteilen aufgenommen. Deswegen wirken die Medikamente so schnell. Mhm. Und so, und dann hast du es erst schon mal intus in deinem Körper. Das heißt, du hast Chemie und nochmal Chemie und nochmal Chemie. Und ja, wenn du gerade dich auf der Intensivstation befindest und wirklich keinerlei Mundpflege betreiben kannst, da kann es Sinn machen, beziehungsweise da macht es Sinn, den Mundraum zwischendurch mal zu desinfizieren. Aber auch nur dort, ansonsten niemals. Und übrigens ist dieses Desinfizieren auch nicht wirklich ein Desinfizieren mit diesen Spüllösungen, sondern es ist mehr so ein Deodorieren. Ja, also das ist dann genauso, wenn du geschwitzt hast und dann wäschst du dich nicht, sondern sprühst irgendwie so ein Deo dahin. So ist es im Mundraum auch. Sehr viele Menschen, das erleben wir Zahnärzte lustigerweise, ja, auch relativ häufig, die spülen quasi den Mundraum irgendwie aus mit so einer, ich sag es mal, mit so einer Deo-Lösung, bevor sie zum Zahnarzt gehen, ja, weil sie glauben, ah, dann habe ich einen frischen Atem. Ja. Ja, dann glaubt der Zahnarzt, ich habe gut geputzt. Also wenn die Zahnärzte nicht hingucken würden, ja, das ist auch lustig, das ist wirklich so kurz gedacht. Und so ist es auch, oder einer will vielleicht irgendwie jemand anderem zeigen, dem Partner zeigen, oh ja, ich dufte frisch oder was, und dann spült man sich den Mundraum so aus oder so. Also das ist wirklich halt ein Deodorieren. Es hat nichts mit Zahngesundheit oder Mundpflege zu tun. Deswegen bitte lieber nicht machen. Mhm. Grundsätzlich brauchen wir nicht wirklich eine Spüllösung. Wir brauchen die nicht. Ja? Aber ich weiß, es gibt viele Menschen, die spülen ganz gerne irgendwie mit einer Spüllösung, nachdem sie die Zähne geputzt haben, einfach weil sie es schön finden. Und da wäre es sinnvoll, auch da was Natürliches zu nehmen. Entweder, ich muss es kurz sagen, entweder die Spüllösung von Muscana Dent, ja, weil die ist dementsprechend konzipiert. Oder zum Beispiel gibt es, vielleicht kennst du ein oder andere, das Salvia Thymol. Ja, dann habe ich zumindest zwei Namen genannt. Salvia Thymol empfehle ich auch sehr gerne meinen Patienten. Da ist Salbei enthalten, da ist Thymian enthalten, da sind verschiedene Kräuter noch weiterhin enthalten, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Aber es ist so ein Konzentrat, wie bei Muscana dann auch. Und du kannst dir das so dosieren, wie du möchtest. Du kannst also 5 Tropfen, 10 Tropfen, 20 Tropfen, und damit könntest du den Mundraum spülen. Aber du hast etwas Natürliches. Mhm. Du hast etwas Natürliches, was die Mundflora nicht verändert, ja, und was du wirklich dauerhaft nehmen kannst. Alle anderen, diese chemischen Mundspüllösungen von, jetzt sage ich doch ein paar Namen, Meridol, Listerine, Chlorhexamet, all diese Dinge, ja, die sind einfach Chemie. Und auf diesen Packungen steht überall auch drauf, bitte nicht dauerhaft verwenden, und kann zu Geschmacksirritationen führen. Mhm. Ja, und ganz ehrlich, wer will das schon? Wer will denn Geschmacksirritationen durch die Mundspüllösung? Ich meine, wir nehmen so viele Gifte auf, denen wir uns nicht entziehen können. Aber das können wir ganz leicht ändern, tatsächlich. Dann gäbe es natürlich noch die Möglichkeit, sich eine Mundspülung selber zu machen. Kostet auch wieder quasi 0 Euro.
Und zwar zum Beispiel mit Kamille oder Kurkuma. Ja, also so ein Kurkuma, Wurzel, so eine frische Kurkuma-Wurzel kaufen und ein bisschen abkochen, 10 Minuten, 5 Minuten, dann kann man das ja abkühlen, dann hat man schon mal für ein paar Tage Spüllösung. Mhm. Ist viel besser als alles andere. Bei dem Kurkuma gibt es vielleicht nur eine Sache zu beachten. Wenn du so Kunststofffüllungen bei den Schneidezähnen hast oder wenn du viele Kunststofffüllungen hast, dann ein bisschen vorsichtig oder nicht verwenden, weil es kann sein, je nachdem, was für ein Kunststoff das ist und wie die Oberfläche verarbeitet worden ist, wahrscheinlich, ne? Kann sein, dass die dann gelb werden. Deswegen, also wenn die Füllungen groß sind, so bei den Schneidezähnen, würde ich das bitte lieber meiden, dann spülst du mit Kamille. Ja. Mhm. Und was mir jetzt gerade, die Frage habe ich mich schon ganz oft bekommen, woran liegt das? Ich habe es mich selber auch schon mal gefragt, dass wenn wir, ich sag mal Kurkuma, wenn wir damit ja was machen oder auch im Mixer das irgendwie zubereiten, dann wird ja alles gelb. Ja. Aber wenn man Kurkuma zum Zehen, also ich habe es ja auch schon mal zum Drüberputzen mit Kokosöl verwendet oder auch zum Spülen, dann wird der Mund nicht gelb. Woran liegt das? Ja, der wird dann nicht gelb, wenn, also beziehungsweise der wird eben doch gelb, wenn du Kunststofffüllungen hast, die porös sind. Aber der Zahnschmelz und auch Keramik sind einfach ganz glatt von der Oberfläche. Mhm. Und die nehmen halt diesen Farbstoff nicht an. Aber okay. Kunststoff schon. Und aber auch bei Kunststoffen gibt es mittlerweile so viele verschiedene Unterschiede, so viele verschiedene Kunststoffe und eben auch von der Verarbeitung unterschiedlich, dass es schon durchaus eben auch Kunststoffe gibt, die eben diesen Farbstoff nicht aufnehmen. Nur ich denke, das Problem ist, wer will das schon genau wissen, was für Kunststofffüllungen er hat? Ne? Mhm. Also weißt du, ich würde als Zahnärztin auch mal vorsichtshalber sagen, nee, also bei dieser großen Kunststofffüllung in der Front mal lieber nicht. Ja. Mhm. Ja. Und wie ist es mit dem Ölziehen? Weil die Frage bekomme ich auch oft gestellt, weil viele, die irgendwelche Füllungen haben, ich habe nämlich, toi, 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 ich hatte noch nie ein Loch, aber viele fragen mich das oft, ist es denn nicht so, dass das vielleicht irgendwie beim Ölziehen, dass die Füllung rausgehen kann? Also ich denke immer, nee, aber... Nein. Ja, okay. Also das ist, da kann ich wirklich nein mit 3 Ausrufungszeichen mhm. sagen, auf gar keinen Fall. Wenn eine Füllung sich löst oder rausfällt, dann hat es natürlich einen Grund, warum das mhm. passiert. Und auf keinen Fall, weil da irgendwie Öl drunter gekommen ist, sondern es ist dann in der Regel, also entweder die Füllung durchgebrochen oder unter der Füllung hat sich eine Karies gebildet. Und dann ist es gut, dass die Füllung rausgefallen ist. Ja, sowas passiert dann ganz gerne, wenn man irgendwie mit Zahnseide oder Zwischenraumbürstchen arbeitet. Ja, also wenn jetzt einer von euch jetzt sagt, okay, ich mache das jetzt mit der Zahnseide und ich mache das jetzt mit dem Bürstchen, weil die Annette hat mich motiviert, dann wird mich das super freuen für deine Gesundheit. Aber wenn dann irgendwie eine Füllung dadurch rauskommt, bitte nicht denken, nur weil ich jetzt die Zahnseide verwendet habe, ist diese Füllung kaputt gegangen. Nein, diese Füllung war kaputt und du hast es jetzt quasi entdeckt. Ja? Mhm. Und dann ist es gut, dass die Füllung rausgegangen ist, weil um diese Substanz unter der Füllung weicher zu machen, diese Zahnsubstanz, dass die Füllung überhaupt rausfallen kann, muss die Karies ja schon eine Weile da sein. Und in der Regel ist sie schon Jahre da, aber mhm. die Zahnärzte erkennen das nicht, weil ja die Füllung drüber ist. Und wir erkennen das irgendwann auf der Röntgenaufnahme oder auch irgendwann, wenn um die Füllung herum die Karies schon größer ist. Aber das ist nicht von einem Tag auf den nächsten, auch nicht von einem Monat auf den nächsten entstanden, sondern hat einfach schon längere Zeit gebraucht. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Zahnpasta ohne Fluorid. Mich erreichen auch immer wieder so Fragen. So, jetzt habe ich meinen Zahnarzt gefragt, habe gesagt, ich will jetzt eine fluoridfreie Zahnpasta verwenden. Dann hat der Zahnarzt gesagt, um Gottes Willen, sollst du auf keinen Fall machen. Ich habe mich aber durchgesetzt. Und dann bin ich wieder zum Zahnarzt hin, weiß ich nicht, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später. Und dann hat er 3 Löcher entdeckt, weil ich jetzt das halbe Jahr eine fluoridfreie Zahnpasta verwendet habe. Nee. Damit ein
Kariesloch im Zahn entsteht, braucht es länger. Mhm. Es braucht Jahre, ja, Monate bis Jahre. Es braucht Jahre, weil es ist ja so, die Zahnstruktur ist ja so fest, der Zahnschmelz ist so fest. Also die Bakterien müssten sich wirklich anstrengen, um reinzukommen. Ja, also es entsteht irgendwann, wenn du wirklich nicht geputzt hast, wenn du nicht ordentlich dort den Bereich sauber gemacht hast, dann entsteht irgendwann eine Entkalkung. So, dann stellt der Zahnarzt vielleicht eine Entkalkung fest. Dann geht die Entkalkung weiter. Es gibt meistens, dass man die Entkalkungen jahrelang beobachtet, ja, jahrelang. Dann kann die Entkalkung sich verfärben, weil wenn die Struktur dann schon, wie soll ich sagen, ein bisschen weicher wird, also für uns noch nicht so, dass wir irgendwie einbrechen mit einem Instrument, aber weicher, dann nimmt die Entkalkung Farbstoffe aus der Nahrung auf. Dann wird sie so ein bisschen bräunlich. Immer noch keine Karies, ist eine verfärbte Entkalkung. Einfach eine Verfärbung. Also vielleicht hat der ein oder andere, der jetzt zuhört, schon mal seinem Zahnarzt gesagt, ah, ich habe da was gesehen. Und dann hat der Zahnarzt gesagt, nee, ist nichts, ist eine Verfärbung. Dann ist das so eine Entkalkung, die Farbstoffe aufgenommen hat. Und dann braucht es immer noch, bis daraus sozusagen dann wirklich eine Karies wird, bis also die Bakterien weiter eindringen. Man kann sagen, das sind alles so Signale vom Körper. Der hat erstmal mit der Entkalkung gesagt, pass auf, da Aufmerksamkeit, da Mineralien, da gut putzen. Dann sind Verfärbungen dazu gekommen. Also es ist noch deutlicher, da gut putzen, da Mineralien. Und wenn du dann immer noch nicht aktiv wirst, ja gut, dann entsteht das Loch. Und die Mineralien sind eben nicht nur Fluorid, sondern vor allem eben Calcium und auch Magnesium, aber vor allem Calcium. Also eigentlich könnte man ganz ohne Zahnpasta die Zähne putzen und auch kariesfrei bleiben. Mhm. Aber einfach diese Schleimhaut braucht, beziehungsweise es tut der Schleimhaut ganz gut, wenn sie Pflegestoffe bekommt. Mhm. Deswegen rate ich mehr darauf zu achten, dass die Zahnpasta so Pflegestoffe wie Kamille oder Thymian enthält oder, also bei uns ist es Neem zum Beispiel, es gibt ayurvedische Zahnpasten, die enthalten gerne das Neem. Mhm. Ja, das sind alles antivirale und antibakterielle Substanzen, die zusätzlich auch noch pflegend wirken. Mhm. Ja, und die stecken alle das Fluorid in die Tasche sozusagen. Weil das Fluorid, das stärkt den Zahnschmelz. Und da wurden viele so Studien, also In-vitro-Studien sagt man dazu, gemacht. Ja, also nicht an Lebenden, sondern einfach so im Labor Studien. Und ja, auch an, also wenn ich so eine Entkalkung habe, so White Spot, sagen Zahnärzte da gerne dazu, und da ganz konzentriert so ein Fluoridlack drauf mache, dann ist es auch noch okay. Aber dann ist es wirklich ganz, ganz konzentriert, weil Fluorid ist quasi wie so ein, ja, wie so ein Medikament zu handeln. Ja, also du musst es nicht die ganze Zeit über die Mundschleimhaut aufnehmen, um sozusagen aus Angst, um die Zähne gesund zu erhalten. Nee. Du solltest deine Zähne gut, gut sauber halten, eben mit den Tools, die wir genannt haben. Aber das Fluorid brauchst du dazu nicht. Ja, also muss Zahnpasta auf keinen Fall, es ist nicht essentiell, dass sie Fluorid enthält. Nein. Damit man gut das Fluorid sammelt sich, das Fluorid sammelt sich in der Zirbeldrüse an und das hemmt einige Enzymvorgänge. Und jetzt muss man aber auch dazu sagen, ja, natürlich erst, wenn eine gewisse Schwelle überschritten ist. Aber die Sache mit der Schwelle ist ja auch so zu sehen, wenn du jetzt jeden Tag, sagen wir mal morgens und abends, du machst es vorbildlich, 3 Minuten die Zähne putzt mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta, geht ja das Fluorid ja schon mal 6 Minuten am Tag schön in deinen Körper rein. Ja. Du nimmst aber Fluoride sowieso auch auf durch dein Wasser, durch deine Ernährung, ob das jetzt Brokkoli ist oder Erdnüsse. Fluorid ist einfach in vielen, vielen Substanzen enthalten. Also wenn du dich vollwertig ernährst, brauchst du nicht auch noch ein fluoridhaltiges Salz und du brauchst nicht auch noch ein fluoridhaltiges
Zahnputzmittel sozusagen, ja, sondern du brauchst es halt einfach nicht. Das ist dann einfach zu viel und dann kommen diese Ablagerungen zustande. Mhm. Ja. Vielen, vielen Dank für das ganze Wissen, weites Feld, was du uns ja, weitergegeben hast. Finde ich super spannend und du hast es auch ganz toll erklärt. Tausend Dank dafür. Dann habe ich noch eine Abschlussfrage, die ich immer allen meinen Podcast-Gästen stelle. Und zwar, gibt es einen Gesundheitstipp, es kann auch eine Lebensweisheit sein, etwas, wo du sagst, es hat bei dir in deinem Leben einen großen Unterschied gemacht und davon könnten auch andere profitieren, wenn du das weitergibst? Ja, also das ist vielleicht tatsächlich, ja, gut, dass du gesagt hast, Lebensweisheit. Also für mich hat der Genuss den allergrößten Vorrang. Ja, und zwar wirklich, damit meine ich nicht das maßlose Hineinstopfen von irgendwelchen Lebensmitteln oder von irgendwelchen Tätigkeiten, sondern wirklich der Genuss. Und ich kann mich in die Sonne oder auf die Terrasse oder einfach auf mein Sofa setzen mit einer Tasse Kaffee, ja, und kann das wirklich, wirklich genießen. Das kann auch ein Stück Schokolade sein. Ja, das kann auch ein Lied sein oder das Zusammensein mit einem lieben Menschen. Also für mich ist das Gesündeste, was ich mir antun kann, wirklich dieses bei mir sein, einfach mich und das Leben zu genießen. Und ich genieße mich und das Leben nicht, indem ich akribisch darauf achte, wie viel Gramm von welchem Vitamin ich jeden Tag nehme oder wie viele Kalorien ich nehme oder ob ich heute dieses oder jenes gemacht habe, ob ich genügend Sporteinheiten gemacht habe. Es ist alles, ja, alles wichtig, aber das Wichtigste ist für mich wirklich, auf mich zu hören und darauf zu achten, dass ich, ja, mich und mein Leben genieße. Schön. Vielen, vielen Dank. Und wenn man jetzt noch mehr von deiner Arbeit erfahren möchte, dich verfolgen möchte, wo kann man dich finden? Ach, ich freue mich, wenn du mich auf Social Media findest, also auf Instagram, da bin ich relativ aktiv. Dann gibt es einen YouTube-Kanal von mir, der beständig wächst, da freue ich mich auch, weil den habe ich gerade so dieses Jahr für mich entdeckt, habe gemerkt, Mensch, ich kann eigentlich mit kleinen Videos ganz gut helfen, kann ganz gut Informationen vermitteln. Und ja, ich habe den Podcast Deine Gesundheit machst du selbst und ich habe eine Akademie, die Muscana Akademie. Und in der Akademie biete ich verschiedene Seminare, zwischendurch auch mal einen Vortrag an, eben zur ganzheitlichen Gesundheit. Mhm. Und du hast deine Mundpflegeprodukte, wo man ja, auf genau, Muscana Dent, genau. Ja, also es gibt Muscana ganz Dent deiner Philosophie ja auch. Ja. Das verlinke ich in den Shownotes, das heißt, diejenigen, die sich dafür interessieren, können da auf jeden Fall nachschauen. Dann vielen, vielen Dank an dich und für das ganze Wissen, was du mit uns geteilt hast. Ich danke dir und euch Zuhörern und ja, wünsche beste Gesundheit. Ciao, ciao. Ja, das war die Podcast-Folge mit Dr. Annette Jasper. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal an Sie, dass Sie uns so viele Informationen gegeben hat, so viel Wissen mit uns geteilt hat. Ich hoffe sehr, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat, dass ihr davon jetzt einiges ja ausprobiert, vielleicht auch eine ayurvedische kleine Morgenroutine integriert mit Ölziehen und Zungenschaben und so weiter. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn ihr mir auch eine Bewertung da lasst. Das würde mir sehr helfen. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder.